Wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Maxim Markov und ich habe eine Bitte an Riot Games. Denn diese Firma ist der Entwickler von League of Legends, ein Spiel, was ich überragend gerne spiele. Ich spiele es sogar so gerne, dass ich einen YouTube-Kanal fast ausschließlich um dieses Spiel gegründet habe. Ich habe das Spiel auch etliche Male gestreamt und bin sogar Kommentator für League of Legends. Das Ganze bereitet mir absolut viel Spaß und ich habe, ja, den schönsten Beruf der ganzen Welt. Aber da ich gerade so sehr an dem Spiel hänge, fallen mir natürlich negative Dinge schnell auf. Und ich persönlich habe folgende Bitte an euch. Kümmert euch um eure Hauptseite. Kümmert euch bitte um leagueoflegends.de oder .com. Jetzt werden einige fragen, ja Maxim, was ist da los? Was ist denn so schlimm an der Seite? Ja, dann werfen wir doch mal einen kleinen Blick auf die Seite. Stelle man sich vor, man ist ein neuer Spieler und guckt einfach mal bei Champions und will sich die entsprechenden Champions anschauen. Denn ein guter Kumpel hat euch gesagt, hey, Talon ist super nice. Und da natürlich LoL-Champions nicht kostenlos sind, sondern sich erarbeitet werden oder erkauft werden müssen, werfe ich natürlich zunächst einen Blick auf diesen Champion. Naja, und auf der Hauptseite stelle ich da doch ein kleines Problemchen fest. Das heißt, hier habe ich den Weg des Assassin. Und der Text beschreibt doch, dass ich damit über Wände springen kann. Schauen wir uns die Fähigkeit ein kleines bisschen näher an und dann stellen wir fest, oh, okay, das war doch jetzt kein Wandsprung, oder? Naja, vielleicht ist das ja nur eine Ausnahme. Schauen wir auf Akali. Da steht ja in der Beschreibung, dass sie sich kurz teleportiert und dann eine Wolke erschafft. Ja, auf dem Video daneben teleportiert sich keine Sau. Na, die läuft da ganz normal rein, wie früher. Tja, und das Lustige ist, ich könnte jetzt noch 60 weitere Beispiele nennen. Meine lieben Mitarbeiter von Riot Games, diese Seite ist nicht aktuell. Und das Schlimmste ist, es hört ja bei den Champions nicht auf. Schauen wir doch mal ein paar Gegenstände an. Na, das gute Blade of the Ruined King. Gerade sehr häufig gebaut. Na, denn es gibt ja zurzeit viel AD. Nur nicht auf eurer Seite. Na, da ist es immer noch 40% Attack Speed. Oder schauen wir uns den Last Whisper an. Na, ein Gegenstand, der jetzt ja sehr viel Penetration gibt. Oha, bei euch gibt er ja noch ziemlich viel AD. Und meine Recherchen haben quasi ergeben, dass sich um diese Seite seit dem 6.24er Patch keiner mehr kümmert. Camille ist bezogen auf ihre Stats in der Preseason. Sie hat die gleichen Stats wie beim Release, obwohl sie schon 60 Mal genervt worden ist. Leute, was ist da los? Das ist peinlich. Und da gibt es ja noch etliche weitere Fehler. Zum Beispiel können auch Champions bis zu 0 Einheiten springen. Aber um das Ganze auszugleichen, jede 0 Sekunden. Sind wir hier im Earth-Mode oder was? Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist aber sehr pingelig, Maxim. Na? Das sind doch noch ganz kleine Fehler. Ja, stelle man sich vor, ich würde bei Riot Games arbeiten als Kommentator. Und ich würde mir selbst sagen, naja, ich will, um meinen Kommentierstil zu verbessern, einfach mal ein paar Zahlen droppen während des Casts. Das kommt nämlich sehr gut an, wenn man gute Argumente hat und das Ganze mit Zahlen verpackt. Hier, das darf ich einfach nicht tun. Weil da werde ich nämlich feststellen, dass Ivern immer noch einen frickin' großen Schild macht, wenn ich die Information lediglich auf der League of Legends Hauptseite beziehe. Das ist absoluter Käse. Und vor allen Dingen hat Ivern überhaupt keine Videos. Das ist ein neuer Champion, der hat überhaupt keine Videos. Welch neuer Spieler wäre, gucke ich da drauf und ist GG. Ich weiß nicht, was er kann. Ich muss es erlesen. Aber, oder versetzen wir uns in die Lage eines neuen Spielers an sich. Das heißt, wir stöbern so auf der Hauptseite und lassen uns das Spiel so ein bisschen erklären. Die Bilder, die ihr da zu sehen bekommt, sind vor meiner Geburt aufgenommen. LOL sieht nicht mehr so aus. Nicht mal andersweise. Das ist einfach potthässlich und ihr habt euch so viel Mühe gegeben mit der neuen Map und zeigt dir einfach die alte Krütze. Und ich will ja gar nicht erst anfangen, was passiert, wenn man das Tutorial spielt. Beim Tutorial kauft man sich als Ashe immer noch einen freaking Dornpanzer. Und ich kann es ja auch verstehen, dass man im Spiel erklären will, wie man Items kauft. Ich meine, mein Shop sieht genauso aus, wenn ich Toplane spiele. Ah, ich sehe da auch nur einen Dornpanzer. Aber das könnte ja so ein kleines bisschen unpassend sein. Ich stelle mir hier die Frage, wieso ist da keiner da, der sich um die Webseite kümmert? Denn das ist noch nicht meine harte Arbeit. Und jetzt sagen wir bitte nicht die Webdesigner unter euch, ja, das ist viel komplizierter, als du denkst. Ja, wieso programmierst du denn das so dermaßen kompliziert? Lulwiki macht's doch auch vor, die drücken Steuerung C, Steuerung V, fertig, aus. Schon sind die Zahlen alle aktualisiert. Und warum sollte man das Ganze so kompliziert und so anstrengend machen, wenn man jede 2 Wochen patcht? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ihr schreibt die ganze Zeit die Patchnotes, da habt ihr es doch schon geschrieben. Steuerung C, Steuerung V, fügt das doch einfach ein. Wo ist denn das Problem? Ich meine, somit schadet ihr quasi den neuen Spielern, weil die kriegen falsche Informationen. Und diejenigen, die sich mit dem Spiel ein bisschen übertrieben befassen, so wie ich oder Kommentatoren. Die lesen ja nur die falschen Zahlen ab, die sind alle falsch. Die sind alle auf Drittanbietern unterwegs. Weil diese ihren Job sehr gut machen. Und das verstehe ich auch nicht, Riot. Ihr macht so insane viele Sachen richtig. Das heißt, der Teamfight-Breakdown von Jett und das Editorial-Team dahinter, absolut göttlich. Ich liebe deren Arbeit. Eure Designer, euer Musikteam, die machen alle einen überragenden Job. Aber wieso kümmert sich keiner um die Webseite? Ich meine, technisch gesehen kannst du dann Studenten einstellen, bezahlst ihnen 2 Dönern pro Stunde und der macht dir das an einem Tag fertig. Das ist nur Kopierarbeit. Und ich meine, die Hälfte der Arbeit habt ihr ja schon gemacht. Das heißt, Ivern hat ja keine Videos. Das bedeutet, im Alpha-Client habt ihr ja für jeden Champions ja schon die Videos fertig gemacht. Ich meine, die sind schon da. Ihr müsst es nur auf die Hauptseite kopieren. Und ich glaube mir, das sind Dateien, okay? Das kann man wirklich kopieren. Das geht. Und ich kann es ja verstehen, dass ihr vieles auf den Alpha-Client schieben wollt. Aber dann macht doch den Alpha-Client auch richtig. Denkt das doch bitte zu Ende. Das heißt, ich schaue mir hier die Fähigkeiten von Atrox an und stelle fest, dass bei der B-Fähigkeit nichts passiert.
weil er sich heilt. Aber ich sehe ja gar keine HP-Bar. Wie soll ich denn sehen, dass er sich heilt? Ich kann es natürlich im Text ablesen, aber LOL ist kein Pen and Paper. Ich will das sehen. Ich will LOL fühlen. Das sagt ihr doch selber. Aber ich möchte natürlich trotzdem Informationen haben, wie das funktioniert. Der Champion soll ja für mich attraktiv gemacht werden, damit ich den kaufe. Oder mir wenigstens erspiele. Liebes Riot-Team, ihr macht so viel richtig. Ihr macht so einen guten Job. Aber bitte werdet nicht nachlässig eurer Hauptseite gegenüber. So präsentiert ihr euch im Internet unter anderem. Und das sind alle Zahlen überarbeitet. Und ihr wisst das schon lange. Ich habe mal eine Storytime vor sonst wie vielen Monaten gemacht. Und da hat darauf hingewiesen, dass alle Videos falsch sind. Oder 90%. Bitte stellt da einfach nur Homepage-Holger ein. Der sich einfach nur mit der Seite auseinandersetzt. Und der hat den besten Job der Welt. Und der muss ja quasi nur Spotify reinmachen, haut seine Lieblingsplaylist rein und drückt STRG C, STRG V. Denn es ist ja alles schon da. Ihr müsst es nur mal machen. Okay? Ich habe nach wie vor das Verlangen, euch als Vorbild zu haben. Ich will zu Riot hinaufschauen, auch als Firma. Ich will sehen, was ihr richtig macht. Und natürlich auch, was ihr falsch macht. Das ist okay. Aber sich um etwas nicht zu kümmern, das ist nachlässig. Und an einigen Stellen sogar peinlich. Bitte kümmert euch um eure Webseite. Denn ich möchte euch als Vorbild behalten. Und gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.